Hallo zusammen, ihr könnt es hier schon liegen sehen, ich habe wieder eine interessante Partie zur Analyse vorbereitet. Bevor wir da jedoch in die Details einsteigen, möchte ich zunächst mal mit euch feiern, und zwar Jubiläum, einjähriges Bestehen des Skat-Rätselforums in der beliebtesten Skat-App. Und das kommt bei euch richtig gut an. Die Rätselpartien sind inzwischen über 4 Millionen Mal gespielt worden, und das ist doch wirklich sensationell. So macht es mir Spaß, so macht es euch Spaß, und ich bin motiviert, weiter auf die Suche zu gehen, um jede Woche hier eine kleine Perle rauszubringen. Zum Glück bin ich dabei ja auch nicht alleine, und deswegen möchte ich hier die Chance auch nochmal nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken bei allen Ideengebern. Ihr könnt es hier sehen, es ist teilweise die Creme de la Creme der deutschen Skatszene, aber eben nicht nur. Wir haben hier auch Hobbyspieler, und deswegen seid auch ihr gefragt, wenn ihr eine interessante Partie gespielt habt, irgendwas, was richtig knapp war, was knifflig war, lasst es mich gerne wissen, und dann schaue ich mal, ob wir da ein Rätsel draus machen können. Und was haben wir noch gemacht? Zur Feier dieses Jubiläums gibt es jetzt auch eine neue Facebook-Gruppe. Müsst ihr mal suchen nach Skat-Rätselforum. Da könnt ihr eure Kommentare dalassen, da könnt ihr Fragen stellen zu den Rätseln, könnt Vorschläge machen und mit anderen über diese Rätsel sprechen. Wenn euch das gefällt, dann tretet einfach bei. Das würde mich freuen. Ja, und so ist es dann vielleicht auch wenig überraschend, dass auch diese Partie hier, die ich mitgebracht habe, das Skat-Rätsel der letzten Woche behandelt. Blaubeerfänger gegen Fliegenfischer oder so ähnlich. Auf jeden Fall das Einstandsrätsel von Michael Zinnitz, Bundesligaspieler, deutscher Mannschaftsmeister im letzten Jahr. Also auch dir, Michael, herzlichen Dank, dass du hier deinen Beitrag leistest. Ja, und was haben wir hier also für ein Spiel? Im Prinzip geht es mal wieder darum, wie schlechte Spiele dann auch mit kleinen Unschärfen leicht mal gewonnen werden können. Also, Michael in der Partie hat in Hinterhand das Alleinspiel, hat Pik angesagt, und er hat nun wirklich keine dolle Karte. Das sehen wir gleich im Spielverlauf. Wir schauen jetzt aber erstmal in das Blatt von Mittelhand, und der ist möglicherweise gegen einen angesagten Pik auch nicht gerade super motiviert, denn sein Blatt sieht nicht unbedingt so aus, als ob da viel zu holen wäre. So. Der Partner eröffnete das Spiel mit dem Kreuz Ass. Da wird erstmal eine Lusche gelegt und, oh Wunder, Stechfarbe des Alleinspielers, die ersten Augen sind schon weg. Dann kam Trumpf Lusche, Trumpf Ass vom Partner. Gut, und da ist es sicher in Ordnung, hier erstmal die Trumpf 10 zu retten. Man weiß ja nie, sonst ist die womöglich futsch. 21 Augen, Partner setzt sofort, Kreuz Dame, wird natürlich übernommen, um den Spieler in Mittelhand zu bringen, ist hier auch der stärkste Zug. Allerdings, auch diese Augen schnappt sich der Alleinspieler. Der Karo Bube gibt hier schon einen Hinweis, dass es sich wohl nicht um einen Sechstrümpfer handelt, sondern um einen Fünftrümpfer, wo jetzt schon angefangen wird, sogar zwei Augen in Trumpf zu retten. Und dann folgte wieder die Trumpfrunde, Trumpf Lusche, Trumpf Dame, Pik Bube. Ja, und jetzt wäre vielleicht mal die erste Frage in die Runde: Wie sollte das Spiel fortgesetzt werden und warum? Ich löse das auch gleich auf. Kreuz jetzt hinterher zu bringen, ist eben gar nicht so eine gute Idee, weil wir, wie eben schon gesehen, davon ausgehen müssen, dass es hier nur ein Fünftrümpfer ist, und das bedeutet, der Alleinspieler hat jetzt nur noch einen Trumpf, unser Partner noch zwei Trümpfe. Das war also an diesem Karo Buben schon zu sehen. Aber selbst wenn es ein Sechstrümpfer ist, jetzt Kreuz fortzusetzen, bringt uns eigentlich nicht voran. Der Druck auf den Alleinspieler in Mittelhand ist nicht besonders groß, denn sehr wahrscheinlich wird der natürlich die beiden roten Asse haben. Und genauso wahrscheinlich ist allerdings, dass er die Zehner nicht hat, denn dann hätte er spätestens hier nach dem zweiten Einstich sicher mal von oben gezogen, seinen Doppelläufer versucht abzuziehen, denn er läuft ja sonst Gefahr, dass auf nachgespieltes Kreuz irgendwo die roten Farben abgeworfen werden. Also er wird wohl keine Ass-10-Farbe im Blatt haben, sondern nur die hohlen Asse, wenn man so will. Und das heißt, es ist jetzt Pflicht hier im Teamspiel, dem Partner irgendwo mal eine rote 10 freizuspielen. Aber wie es denn so war, sieht man häufig beim Skat: Wenn erstmal die Stechfarbe gefunden wurde, wird immer in die gleiche Kerbe gehauen. Also im Originalverlauf kam jetzt hier Kreuz 9 hinterher. Michael hat gestochen. Ja, und sein Partner in Hinterhand, ich decke jetzt hier mal die Karte auf, der sitzt jetzt natürlich wirklich in einer undankbaren Karte. Zweimal die einfach bestellte 10
die will er natürlich nicht dazulegen. Interessante Variante wäre jetzt sicher, unterzustechen und den Spieler selbst antreten zu lassen, aber das verlangt natürlich auch sehr viel Übersicht und ist irgendwo ein ungewöhnlicher Zug. Also im Originalverlauf wurde jetzt hier überstochen, und dann kam Pik Lusche hinterher. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt der Versuch war, den Alleinspieler in Trumpf einzuschieben, weil sich der Spieler hier vertan hat, oder ob das schon irgendeine Art Verzweiflungszug war. Auf jeden Fall an dieser Stelle startet hier das Rätsel, denn jetzt haben sich quasi mit dieser Kombination aus zwei unscharfen Zügen die Gegenpartei in eine Situation manövriert, wo es plötzlich wirklich nur noch einen ganz kleinen, eine ganz kleine Chance gibt, dieses Spiel zu schlagen. Ja, und deswegen mal hier die Frage, wie muss oder sollte der Spieler jetzt hier in Mittelhand reagieren? Es handelt sich hier um den 11. Trumpf. Tatsächlich ist die Situation schon nicht mehr eindeutig. Es hängt auch ein wenig davon ab, wie der Alleinspieler gedrückt hat, welche nämlich der beiden Damen, Herzdame oder Karo-Dame, und das können wir natürlich gar nicht wissen, das kann nur geraten werden. Tatsächlich im Originalverlauf wurde hier die Kreuz 10 geschmiert, und das ist ein Fehler, denn damit geht das Spiel auf gar keinen Fall mehr zu gewinnen, beziehungsweise interessanterweise kann der Spieler jetzt immer mindestens 61 erreichen. Wir sollten hier die Kreuz 10 schon als Druckmittel zurückhalten und uns entscheiden. Wir müssen jetzt eben Glück haben, dass wir den richtigen König treffen, und in dem Fall ist es der Karo-König, den wir treffen müssen. Also Karo-König oder Herz-König, das sind die beiden Karten, die hier idealerweise gelegt werden sollten. Der Alleinspieler wirft jetzt hier die Herz-Lusche ab. Und dann muss der Spieler hier natürlich, nachdem Karo-König abgeworfen werden, in Herz greifen. Er kann jetzt treffen Herz 10 oder Herz 9. Beides führt letztlich für uns zum Sieg, wenn hier richtig reagiert wird auf die 9. Sollten wir mit dem König rauf, und jetzt ist der Alleinspieler, wenn man so will, schachmatt, denn wenn er jetzt hier mit dem Ass rauf rausnimmt und die Herz-Dame zurückspielt, das ist ja eigentlich die Variante, wo er hier den König kriegt und danach noch die Jagd auf die Karo 10 eröffnen kann, dann allerdings haben wir auf Herz-Dame 10 Lusche, danach auf die Karo 8 mit der 9 noch die Übergabe, und die Karo 10 geht für uns. Deswegen ist es in der Situation eine genauso gute Idee vom Alleinspieler, hier mit der Dame unterzubleiben. Damit allerdings stehen wir dann schon auf 41, und es folgt eben noch Kreuz 10 Lusche und eine beliebige rote 10 auf 61. Also hinten raus konnte das Spiel noch gelöst werden, aber das war jetzt durchaus schon ein wenig im Bereich Zufall. Und um zu sehen, was an dem Spiel überhaupt so interessant ist und warum es eigentlich auch nicht so schwer sein sollte, dieses Spiel zu schlagen, schauen wir uns jetzt einfach die ganze Verteilung noch einmal offen an. So, da sind wir wieder, und wir können vielleicht zunächst mal sehen, der Alleinspieler hat in Hinterhand nach der Skataufnahme nun wirklich kein dolles Spiel. 5 schlappe Trümpfe ohne die beiden Alten und ohne Trumpf Volles, und in der Beikarte steht er auf zweimal Ass, Dame 7 und Kreuz 7. Kreuz 7 wurde gedrückt, und dann kann er sich noch entscheiden zwischen einer der beiden Damen. Sicher auch sogar plausibel, irgendwo Dame Lusche zu drücken und die Kreuz 7 zu halten, aber das hier ist sicher der Hauptplan, und dann muss das Spiel eben schon sehr glücklich laufen mit nur 3 Augen im Keller. So, und was sehen wir hier? Trumpf steht zu 4 dagegen, ansonsten aber in Vorhand 2 bestellte Zehner, und ja, daraus ist es natürlich nicht gut aufzuspielen, also Kreuz Ass wurde eröffnet, und das ist auch in der Analyse eine der besten Karten. Mittelhand, die haben wir schon gesehen, auf Kreuz Ass natürlich erstmal die Lusche, Alleinspieler sticht hier auf 18 Augen, lässt sich natürlich noch nichts anmerken, denn er kann auch jetzt gar nicht sofort einen Doppelläufer ziehen. Er hat ja keinen, er hat nur die hohlen Asse, also die alleine hinzuziehen, bringt ihn ja erst in Richtung 40, also reicht bei Weitem nicht, also spielt er Trumpf und lässt sich einfach nicht anmerken, was das für ein schlechtes Spiel ist. Trumpf Ass wurde übernommen, das ist auch okay, und Trumpf 10 geht ebenso klar.
nachgespielt Kreuz Dame, ein logischer Zug und auch das laut Analyse-Tool die beste Variante. Kreuz König drauf und hier der Einstich mit dem Karo Buben, der verrät eben schon, dass das eher dieser Fünftrümpfer sein muss, wo hier schon die Trumpfstärke quasi nicht in den Buben ausgenutzt wird, sondern die zwei Augen gerettet werden. Daran lässt sich das schon erkennen. Jetzt auf 27 Augen. Wieder wurde Trumpf rausgespielt, Trumpf Lusche, Trumpf Dame, Pik Bube und jetzt eben müsste hier idealerweise eine rote Lusche gespielt werden oder sogar ein König auf jeden Fall in einer roten Farbe, dem Spieler in Hinterhand einfach ein bisschen das Blatt öffnen, dann wird die Gegenpartei idealerweise über 70 Augen erreichen. Es kam allerdings anders, wie wir gesehen hatten, Kreuz Lusche, Spieler sticht und jetzt, wie gesagt, hier der zweite Patzer im gleichen Stich. Unterstich wäre pfiffig gewesen, stattdessen Überstich. Und auch jetzt gewinnt noch jede rote Lusche das Spiel ohne große Probleme quasi. Der Spieler hier muss dann einfach mit dem König rauf und das Vertrauen muss der Spieler inzwischen ja haben, denn sonst würden seine Zehner sowieso Opfer. Er spielt allerdings die Trumpf-Lusche und damit macht er es jetzt seinem Partner wirklich schwer, denn der muss erstens wählen und zweitens braucht der Spieler hier eben im Prinzip noch einmal 15 und einmal 21, also der braucht schon noch einen König und eine 10. Und nachdem jetzt hier allerdings im Original tatsächlich die Kreuz 10 geschmiert wurde, lässt sich das immer erreichen. Jetzt stehen die beiden hier und können es nicht mehr lösen, deswegen wäre hier der Karo König in dem Moment die richtige Karte gewesen, weil die Karo Dame gedrückt ist. Jetzt wurde es im Original irgendwie so gespielt. Lusche König, Michael hat rausgenommen, schnell die Farbe zurückgespielt und hat sich dann hinten raus noch die 21 gegönnt. In Herz, erst im 10. Stich hat er tatsächlich den Sack zugemacht, ganz knapp diese absolute Oberlerche gewonnen. Ja, und das, denke ich mal, sollte allen Skatspielern Hoffnung geben, die gerne mal 18 sagen und dann auch solche etwas dürftigen Spiele vortragen müssen. Es gibt immer eine Chance und niemals zu früh aufgeben. Auch mit nur wenig Fehlern der Gegenpartei können solche Spiele gerne mal gewonnen werden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball, spielt viel Skat und wie immer, gut Blatt!